Also muss man sich da hinwenden oder dann in Plattdeutsche Bücher kicken? Was wir machen, ist, jedes Mal, wenn der Borsterpreis vergeben wird, dann machen wir so ein Lütgetheft von der Arbeit von der Preisträgerin oder den Preisträger. Ja. Also nochmal an alle, wer meint, dass er Plattdeutsch schreiben kann und vielleicht wer auch nicht kann, man kann es ja mal versuchen, inreichen. Deadline ist Lütten Sommer, habt ihr gesagt? Ja, Franz, 15. Juli, nicht, oder? Du fragst mal eben, Franz Schwalm, die sind unter mich. Wann ist die Aufgabeschluss für die Geschichten? 15. Juli. Wunderbar. Also an alle Schriftwörter her. Die eine schreibt so, die andere hat ein anderes Blatt. Wo kriegt sie denn? Ist doch Heldstur das Richtige dann da drin? Ja, ja. Ja, gibt es da überhaupt ein richtiges Blatt? Das ist schon erstmal eine Frage. Nee, richtiges Blatt gibt es nicht. Nee, darum, das ne? Das ist Blatt eine andere ist Frage, ne? Aber der also, Held, der schreibt ja allen anders. Ja. Wir haben so bestimmte Kriterien, Wertekriterien, die wir dann an die Texte anlegen dort. Also Form, Inhalt, die Sprache, also das Plattdeutsche selbstverständlich. Die Botschaft ist ganz, ganz wichtig. Also auf die Botschaft, also das, was das Stück oder was der Text sagen will, dass das richtig Ruhe gebracht wird und dass das eine runde Sorge ist. Oder noch eine andere Einzelheit, auf der Geschichte eine richtige Pointe haben. Das ist ganz, ganz wichtig. Denn, das kommt immer häufig, kommt oft für mich, dass eine Geschichte einfach so in Worte verloben da. Ne? Ja. Kommt dann also Masse Aufwand und kommt nichts beruht. Ne? Schreibt sie auch was? Ich schrieb auch, ja. Habt ihr auch einmal einen Preis kriegen? Leider nicht. Und den Borsler Preis kann ich auch nicht kriegen. Ja, nee. Und du auch nicht, weil ich in den Bierort bin. Ja, doch. Du hast ihn doch gekriegt. Ist das ja. Aber vielleicht haben wir hier mit Edith Janssen jemanden von, die vielleicht da auch mal mitmachen wollen, oder? Also die Arbeit ist ein bisschen zu lang, auf der Sieben, das ist ein bisschen Feld. Aber wer dann was? Das mal zu probieren. Ich denke, da ist auch ganz gut, dass man mal weht, wo man steigt mit seiner Literatur. Mit denen. Ja. Sie kann ja auch sicher, die kann auch sicherlich mal was und noch hohe Sommer schicken. Man kann das ja mal versorgen. Das stimmt. Ist ja, auf jeden Fall nur das Gift. Und das also hier habe ich einfach noch eine Kandidatin, die vielleicht mitmachen. Wenn ich helfen kann, wenn ich ruhen kann, ne? Ja. Da bin ich mal gespannt, wer dort wenn hält, wa? Ja, da habe ich auch schon mal einen Kontakt herstellt. Ne? Ja, wir möchten, ob die erste Frage noch mal durchkommen, Karin, nicht? Wir haben das nicht vergessen. Wo lift sich da denn nur schöner? In Trier oder in Böse? Ja, ich habe mir das nur lange überlegt und ich habe eine ganz eindeutige Entscheidung getroffen in Böse. Also bitte. So, Manfred, ich glaube, wir sind noch zu Ende. Das wäre unser selbstes Snack und Platt. Das mal in diesem neuen Heimathus in Böse. Wir danken dir, Levelü, dass ihr herkommen sind und uns Tourlust habt. Und wie von Speaker und von O1 dankt unsere Gäste, dass sie von Norm so mooi mit uns snackt habt. Du kriegst nochmal einen Applaus für, denke ich. Ne? Wie dankt Ico André für die wunderbare Musik. Und wie freut uns, dass die Kinder so mooi mitmorgt habt. Schönen Dank an Hanna und Felix. Bitte zu der Tukum mal, wenn das Woller heit, snack und platt, dat go you goat, sagen Manfred und Karin. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Ja.